So, wir machen weiter mit dem zweiten Teil, und zwar will ich jetzt hier raus aus einem Bauteil mehrere Varianten gestalten. Das geht über den Befehl IParts oder über die IParts. Dazu muss man einfach zwei Sachen wissen. Hier im Verwalten kann ich unter den Parametern alle Zahlen mir anschauen, die für mein Bauteil vorhanden sind. Jetzt habe ich hier relativ wenig Maße, ich kann mir das noch relativ gut anschauen. Ich habe das Maß 50 gehabt, das ist mein Bohrungsdurchmesser. Ich nenne das einfach auch so, dass ich das nachher wiederfinde, Bohrungsdurchmesser. Das zweite, was ich habe, ist dann mein Radialwellendichtring, der reinkommt. Das wäre hier der Radialwellendichtring. Ich nenne das dann auch einfach Mittendurchmesser. So. Bohrungsdurchmesser, da gehe ich hier hin, ändere das. Jetzt habe ich hier noch die Anzahl der Bohrungen. Bohrung, Anzahl. Ich schreibe mir das rein, das muss ich nicht machen, aber ich finde nachher die Sachen besser wieder. Ich möchte Varianten erstellen, und zwar möchte ich die Bohrung zwei verschiedene Deckel haben, einen für den Durchmesser 50 und einen für den Durchmesser 60. Und ich möchte den großen Deckel mit 6 Bohrungen haben, den kleinen mit 4, einmal mit und ohne Radialwellendichtring. So, jetzt gehe ich auf den Button IParts erstellen. Er erkennt hier die Varianten, die ich schon angegeben habe, was ich haben will. Ich kann hier auf die Unterdrückung gehen. Hier sind die einzelnen Befehle, die ich unterdrücken will. Ich möchte diese Umdrehung unterdrücken. So, jetzt habe ich hier schon ein paar Varianten. Lagerdeckel 1, der hat die Bohrung 50, Radialdeckelnummer mit einem Radialwellendurchmesser. Den Radialwellenringdurchmesser, den kann ich jetzt ändern. So, jetzt gehe ich hier auf OK. Jetzt erscheint hier oben eine Tabelle. Diese Tabelle hat den Vorteil, hier habe ich einen Lagerdeckel 1. Jetzt kann ich einfach über die Tabelle gehen. Und zwar mit Tabellenkalkulation bearbeiten. Das wird jetzt ganz, ganz geschmeidig. Ich habe hier eine Tabelle. Ich mache mir das alles ein bisschen größer. Ich nenne das Ganze jetzt mal Lagerdeckel 2. Das ziehe ich runter. Das kennen Sie noch vom letzten Jahr aus meinem Kurs. Also ich gebe dem Kind einfach einen Namen. Das ist die Variante 2. Steuerung C. Jetzt muss ich hier ein bisschen rumtricksen. Normalerweise kann ich das bei Excel auch runterziehen. Ich gebe dem Kind mal einen Namen. Und jetzt sage ich die Bohrung, das sind 60 mm. Der Radialwellendichtring, der ist da ein bisschen größer. Da nehme ich einen Radialwellendichtring, der braucht 40 mm. Der braucht auch 6 ohne Einheit. Und die Umdrehung, die machen wir unterdrücken. So. Nö, ich mache das auch mit Berechnen. Steuerung C. So, jetzt habe ich vom Prinzip her zwei Varianten. Ich ziehe die einfach mal runter und ich kann in Excel mir jetzt ein paar Varianten machen. So, hier kann ich den noch runterziehen, Deckel 4. Ich kann das auch in Excel einfach runterziehen. Und jetzt ist das Zauberwort hier unterdrücken. Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt kann ich hier die Datei einfach zurückgehen. Ich kann die auch speichern und ich schließe das Ganze. So, jetzt rattert Inventor und wir haben hier verschiedene Deckel, 4 verschiedene Deckel. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kann ich jetzt diesen Deckel aktivieren. Und dann habe ich einmal den Deckel mit 6 Bohrungen ohne Loch. Ich habe den Lagerdeckel einmal mit 4 Bohrungen ohne Loch und einmal den Lagerdeckel mit 6 Bohrungen.
ohne Loch. Passt alles, ich habe es parametrisch richtig gemacht. Was jetzt noch ärgerlich ist, ich sehe, dass hier der Lochkreis nicht stimmt. Dazu kann ich jetzt nochmal in die Parameter gehen und sagen, ich habe meinen Lochdurchmesser, das waren der Lochkreisdurchmesser, das waren hier die 35. Lochkreisdurchmesser. Und den habe ich jetzt so definiert und jetzt kann ich wieder hier in meine iParts gehen und die neu definieren. Ich gehe jetzt hier in die Tabelle, Tabelle bearbeiten. Jetzt kann ich hier sagen, ich brauche noch den Radialwellendichtring, das war die Umdrehung Nummer 1, das war hier die Bohrung. Dann nehme ich den Lochkreis noch dazu als Variable. Jetzt kann ich entweder hier im Lochkreis sagen, naja, ich mache es ein bisschen größer. Wenn ich den Durchmesser habe, gehe ich hier hin und sage, du machst mir bitte 10 mm dazu, 45. Ich hoffe, das passt ungefähr. Und dann kann ich das über die Tabelle einfach lösen. Das war ein bisschen zu viel. Ich kann auch das mit der Tabellenkalkulation bearbeiten. Das geht genauso gut. Das waren die 45, machen wir mal 40 mm daraus. 40 mm. Ich speichere das Ganze mit Steuerung S und zackabum. Schon macht er mir das. So, jetzt kann ich hier das aktivieren und dann merke ich, das passt einigermaßen. Ja, so können Sie damit den Variablen arbeiten. Das war iPart erstellen.